Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Kaum ist der Prozess im Fall von Kessia abgeschlossen, startet der Prozess im Falle der ermordeten 10-jährigen Lena aus Wunsiedel. Vorab ein paar Worte aus einem Interview, welches der Vater der Bild-Zeitung gegeben hat. Also da erfahren wir einmal, dass am 21. November 2022 Lena mit richterlichem Beschluss ins Kinderheim St. Josef in Wunsiedel musste. Und ja, dort hat sie dann praktisch nur 4 Monate leben dürfen, bevor sie dann getötet wurde. Der Prozess begann gestern, am 1. Februar 2024, und zwar vor dem Landgericht Hof gegen den 25-jährigen Müllfahrer Daniel T. Der Vorwurf lautet auf Vergewaltigung. Und für den Vater von Lena gehören auch die Behörden auf die Anklagebank. Als sie ihm am 4. April 2023 mitgeteilt haben, dass sein Kind gewaltsam ums Leben gekommen ist, dachte er, was die für einen Mist erzählen. Denn sein Kind wäre ja schließlich in staatlicher Obhut. Und er fragt sich, wie so etwas geschehen kann. Um das nochmal kurz zusammenzufassen: Damals sind einige der dort untergebrachten Kinder, also der Heimbewohner, glaube auf eine Skifreizeit gefahren oder ähnliches. Und demzufolge waren jetzt diese Gruppen nicht mehr ganz so existent, wie sie sonst dort in dem Heim waren. Die wurden dann ein bisschen zusammengewürfelt und das hat die Tat wohl auch etwas begünstigt. Daniel T. soll ins Heim eingestiegen sein und dort zuerst mit dem 11-jährigen P-Filme geschaut und Bier getrunken haben. Dann, so die Anklage, habe der junge Lena geholt. Daniel T. soll sie sexuell missbraucht haben und auf seiner Flucht aus dem Heim soll Daniel T. dann gehört haben, wie der 11-Jährige mit Lena zu streiten begann. Am nächsten Morgen wurde sie dann tot gefunden. Der Vater sagte dann im Interview wohl auch noch, dass er nicht will, dass man glaubt, dass Lena ein Assi-Kind sei und er liebte seine Tochter über alles. Doch mit seiner Ex-Frau stritt er dann über Lenas Bildungsweg. Das hat wohl damit begonnen, dass Lena Tierärztin werden wollte und dafür wollte sie das Gymnasium suchen. Als sie dann trotzdem in die Realschule kam, hat sie gestreikt und wollte nicht mehr zur Schule. Also, wenn ich das richtig verstehe, hat Lena angestrebt, aufs Gymnasium zu gehen, eben um ihren Berufswunsch Tierärztin später ausführen zu können und wurde dann wohl gegen ihren Willen in der Realschule angemeldet. Und da hat sie dann gestreikt und ist aus Protest einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Daraufhin hat ihre Mutter wohl das Jugendamt eingeschaltet und der Vater fühlte sich machtlos. Er wurde die ganze Zeit immer nur als der böse Mann dargestellt. Es gab wohl auch keine Familienhilfe und ein Internat war auch keine Option. Und auch Verwandte oder eine Pflegefamilie kam nicht in Frage, so dass Lena dann schlussendlich in diesem Heim landete. Und 4 Jahre hat wohl dieser Prozess gedauert, dass Lena zwischen ihren Eltern stand. Sie hat eben immer wieder auch in der Schule gefehlt und eben schlussendlich kam sie dann ins Heim. Der Vater sagt, dass Lena völlig fehl am Platz war in einem Heim für schwer Erziehbare. Sie hat dort für die anderen Kinder musiziert, denn Musik war ihr Leben. Aber der Vater durfte sie nur einmal im Monat für 2 Stunden sehen. Ich habe euch mal ein paar Links in der Beschreibung hinterlegt und dort sind auch noch Videos zu sehen, wie Lena zum Beispiel Klavier spielt. Im Prozess wird der Vater dann nicht nur auf den Vergewaltiger seiner Tochter treffen, auch der junge Mörder soll dort als Zeuge aussagen. Aber er will vor allem antworten, wo denn in dieser Nacht die Aufsichtspersonen waren. So, das waren einmal die Informationen aus der Sicht des Vaters und was dort im Hintergrund vorgefallen ist. Und ansonsten, wer den Fall nicht kennt, ich denke mal, dann seid ihr jetzt wieder im Bilde, beziehungsweise wenn ihr euch nicht mehr so an den Fall erinnern konntet. Und dann kommen wir zum ersten Verhandlungstag am 1. Februar 2024. Und dort heißt es, dass Justizbeamter dann Daniel T., der mittlerweile 26 ist, in Handschellen in den Gerichtssaal führten. Er hatte seinen Kopf rasiert und trug blaue Gefängniskleidung.
Und gleich zu Beginn des Prozesses im Landgericht Hof gesteht er dann, dass er die kleine Lena im Kinderheim St. Josef in Wunsiedel vergewaltigt hat. Denn die Beweislage war erdrückend. Interessant ist auch, wie die Kripo dann schlussendlich auf Daniel T. gekommen ist. Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte seit Oktober 2022 in Baucontainer und Häuser eingebrochen, um Bohrmaschinen und Spielkonsolen zu stehlen. Auch in der Nacht auf den 4. April 2023 war er auf Beutezug, diesmal im St. Josefsheim. Es war die Nacht, in der er Lena vergewaltigt hat. Die Ermittler konnten die DNA des Täters feststellen und die passte zu einem Einbruch am 24. Januar 2023 in Tiersheim. Dort waren unter anderem zwei Amazon Fire TV Sticks geklaut worden. Und der zuständige Kommissar sagte dazu: Wir setzen uns mit Amazon in Verbindung, ob und wo die Sticks eventuell in Benutzung sind. Und so kamen wir auf die Adresse von Herrn T. Und wie schon gesagt, zum Prozessauftakt hat er es gestanden, also die Einbrüche und auch die Vergewaltigung. In der Todesnacht von Lena habe er ein Fenster bei der Sonnenscheingruppe des Heims offenstehen sehen. Er wollte Elektrogeräte entwenden und er erinnerte sich auch, dass im Büro des Hauses eine Geldkassette liegen könnte. In dem anderen Artikel wird das nochmal ein bisschen konkretisiert, und zwar soll es sich da um ein offenes Badezimmerfenster gehandelt haben. Und er war ja als Kind selber einige Jahre in diesem Kinderheim untergebracht und kannte sich deswegen auf dem Gelände der Einrichtung aus. Im Erdgeschoss sei er dann von einem Jungen überrascht worden. Es sei da zu einem Gespräch gekommen und der Junge habe, so behauptet Daniel T., dieses dann auf sexuelle Inhalte gelenkt. Daniel T. habe ihm zeigen sollen, wie man masturbiert. Und in einem anderen Artikel heißt es dann dazu: Er habe zunächst mit dem 11-jährigen Jungen ein Gespräch mit sexuellem Inhalt geführt. Währenddessen soll er sich von dem Jungen entblößt und selbst befriedigt haben. Der Junge ist daher im Verfahren nicht nur als Zeuge geladen, sondern auch Nebenkläger, weil er selbst mutmaßlich Opfer eines sexuellen Missbrauchs ohne Körperkontakt durch den Angeklagten Daniel T. geworden ist. Also ich habe hier im Prinzip immer zwei Darstellungen. Einmal in der ersten heißt es, laut der Staatsanwältin holte der Junge Lena in sein Zimmer, drückte sie auf sein Bett. Daniel T. missbrauchte das Mädchen vor den Augen des Jungen. Dann flüchtete er aus dem Heim. Und im anderen Artikel von BR24 heißt es, dem angeklagten 26-jährigen Müllwerker aus dem Landkreis Wunsiedel wird vorgeworfen, das Mädchen mit den Händen vergewaltigt zu haben, im Beisein des 11-jährigen Jungen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 11-jährige Junge Lena im Anschluss mit einem LED-Streifen erdrosselte, denn seine DNA wurde an Lenas Hals gefunden. Und mit seinen 11 Jahren ist er eben noch nicht strafmündig. Und Daniel T. beschwor erneut seine Unschuld am Tod des Mädchens. Das hat alles maximal 20 Minuten gedauert. Und zu keinem Zeitpunkt habe ich den Jungen aufgefordert, sie zu töten. Der 11-Jährige hingegen behauptet, zum Mord gezwungen worden zu sein. Seine Aussagen sind aber sehr widersprüchlich, so Anwalt Michael Haslacher. Er vertritt Lenas mutmaßlichen Mörder als Nebenkläger, weil er ebenfalls Opfer sexuellen Missbrauchs durch Daniel T. geworden sein soll. Und kurz vor Prozessbeginn hatte sich der Verteidiger des Jungen dann im Gespräch mit BR24 geäußert und er sagte, es sei sein Anliegen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Fall restlos aufgeklärt werden könne. Ziel sei es eben herauszufinden, ob der angeklagte 26-Jährige nicht auch einen Beitrag zur Tötung des Mädchens geleistet habe. Unabhängig davon sei sein Mandant juristisch für die Tat nicht belangbar, habe der Fall aber auf jeden Fall Konsequenzen für die Beurteilung des 11-Jährigen. So muss dann geklärt werden, wie und in welcher Intensität der Junge vom Jugendamt künftig betreut werden müsse. Dass sich der 11-Jährige um Aufklärung bemühe, werde sich günstig auf diese Beurteilung auswirken, sagte der Anwalt. Das Jugendamt habe zudem ein Gutachten darüber in Auftrag gegeben, wie gefährlich der Junge für die Allgemeinheit sei.
Dies liege allerdings noch nicht vor. Für den Prozess vor dem Landgericht Hof sind insgesamt 39 Zeugen geladen und 9 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird am 6. März erwartet. Im Hinblick auf mögliche Pflichtverletzungen der für die Fürsorge der Kinder zuständigen Behörden ermittelt die Staatsanwaltschaft nach einer Strafanzeige durch eine Privatperson separat, unabhängig von dem jetzt beginnenden Prozess gegen Daniel T. Und der 11-jährige Junge soll am 6. Februar als Kronzeuge aussagen. So, das sind die aktuellen Informationen. Kommen wir nochmal auf den Tatablauf. Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so gelaufen ist, wie dieser Daniel T. da gesagt hat. Wenn ich mich recht erinnere, hieß es auch, dass der Junge im Heim und der Angeklagte sich irgendwie online kannten oder gekannt haben könnten. Darauf wird aktuell nicht eingegangen, aber ich denke, das wird dann am 6. Februar Thema sein. Also der Angeklagte stellt das Ganze so dar. Er steigt über das offene Fenster ein, weil er Elektrogeräte stehlen will. Er trifft auf den Jungen, man unterhält sich wohl sehr schnell über Sex. Der Junge fragt ihn, wie man masturbiert. Daniel T. zieht sich zumindest teilweise aus und masturbiert vor dem Jungen. Dann geht der Junge in das Zimmer, in dem Lena schläft, holt sie in sein Zimmer, drückt sie aufs Bett, der Angeklagte missbraucht sie und geht dann. Dann hört er einen Streit zwischen Lena und dem Jungen, der sie dann erdrosselt. Das ist so grob die Darstellung des Angeklagten. Hört sich die Story für euch so richtig glaubwürdig an? Ich denke eher nicht. Ich denke, dass der Angeklagte das Gespräch mit dem Jungen selber in sexuelle Bahnen lenkte. Vor allem dann masturbierte und ihm dann gesagt hat, er soll mal ein Mädchen holen, denn er wolle ihm was zeigen. Und nachdem der Junge dann Lena geholt hat, er sich an ihr vergangen hat, dann wusste er, dass er jetzt in ernsthaften Problemen ist. Und meiner Meinung nach hat er entweder den 11-Jährigen ermuntert oder ihn unter Drohung dazu gebracht, Lena zu erdrosseln. Meiner Meinung nach wird so eher ein Schuh draus. Wir müssen abwarten. Vielleicht sieht das Ganze auch nochmal ganz anders aus. Und zwar, wenn der Junge und Daniel T. sich vielleicht tatsächlich vorher gekannt haben. Mit einer Online-Geschichte. Und dieser Einbruchsversuch in das Kinderheim vielleicht gar kein Einbruchsversuch war. Es könnte auch sein, dass die beiden vielleicht verabredet waren. Oder eben Daniel T. sagte, dass er dann vorbeikommt bei ihm. Denn für mich wirkt das irgendwie merkwürdig. Ich bin ein 11-jähriger Junge, okay, vielleicht habe ich was auf dem Kerbholz. Und treffe dann nachts urplötzlich einen mir unbekannten Mann im Gebäude, der offensichtlich einbricht, der nicht dorthin gehört. Und mit dem unterhalte ich mich dann freundlich. Und die Frage, wo hatte er das Bier denn her? Hatte das der 11-jährige Junge? Oder hat Daniel T. Bier zu seinem Einbruch mitgebracht? Ist auch ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube mal, von dem, was dieser Daniel T. erzählt, stimmt nur eins. Dass er Lena missbraucht hat. Alles andere ist meiner Meinung nach nicht so ganz stimmig, um es mal sanft auszudrücken. Ach ja, und nebenbei wurde dann noch erwähnt, dass er auch wegen der Einbrüche angeklagt wird und ich glaube auch wegen einer Brandstiftung, die er an einem der Tatorte begangen hat. So, dann seid ihr erstmal up to date in dem Fall. Ich hoffe mal, dass es in den nächsten Tagen regelmäßig Berichte zu dem Prozess bzw. zu der Verhandlung gibt. Wenn ja, werde ich euch natürlich immer auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!